Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial von mir, da ich jetzt eben mal so ganz spontan in meine alten Videos rumgescrollt habe und habe vor 4 Monaten eine Frage bekommen, wie habe ich bei OMSI eigentlich meine Maps eingefügt, wie funktioniert das? Also ich habe damals schon Videos gemacht, wie man das macht, aber anscheinend habe ich es wohl nicht gut erklärt, keine Ahnung. Es gibt ja trotzdem noch mehrere Videos, wie man das auf YouTube macht, die wo das so eingrenzen, wie man eigentlich eine Map einfügt. Aber ich finde häufig in den Kommentaren, wie funktioniert das noch? Also wie funktioniert das, dass ich eine Map einfüge? Oder eine Map, nicht Maps. In Deutsch, gell? Ich weiß schon. So, deswegen gehen wir einfach mal auf Google oder Firefox, Internet Explorer, weiß der Geier wo's. Gehen wir einfach mal drauf und dann gehen wir einfach mal OMSI Forum ein. So, wenn man OMSI Forum sind, ja, oder erst OMSI Forum eingegeben habt, dann erkläre ich es genauso wie heute und damals. Ihr könnt oben auf Startseite von Marcel OMSI Forum Omnibus Simulator gehen, also auf die Seite hier. Genau. Oder ihr geht halt hier gleich drauf, was für mich einfacher ist. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man die Städte Dreieck V2.1 installiert. So. Ich werde einfach mal sagen, ich schaue mir nichts anderes hier weiter an, was hier so steht. Jetzt dachte ich schon, die Seite funktioniert wieder nicht. Den File Upload hatte ich gestern schon Probleme. Da kam da unten nur so ein kleiner Balken und ich konnte das nicht. Ich konnte auch von dieser Seite nichts mehr downloaden. Also keine Ahnung. Was? Also, es werden einige. Ja, mega. So, jetzt laden wir das fix runter. Das dauert nicht lange, 2 Minuten. Wenn überhaupt, 1 Minute. So, wenn das dann heruntergeladen ist, dann öffnen wir das gleich mal. Also mein Internet ist eigentlich sehr zügig in dieser Sache, wo ich auch froh drüber bin. Also hätte man eigentlich gleich mal hier löschen können. Das ist nämlich das Cheat Engine, das brauche ich nicht mehr. Ist halt wirklich so, das brauche ich echt nicht mehr. So. Cheat Engine habe ich jetzt benutzt und brauche ich es mal. Dann gehe ich hier rein. Weiß, jo. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwie ein Fehler, was weiß ich, Windra halt. So, dann habe ich hier die README, die ziehe ich bei mir raus, weil sonst öffnet sie halt mit dem Explorer, was ich überhaupt nicht möchte. Ist aber eure Sache, wenn du das hier öffnet, deswegen tue ich es rausziehen und gehe einfach auf Öffnen mit Google. Dann kriege ich eine PDF-Datei, die öffnet sich und dann kommt hier Vorwort, Linienbeschreibung, Installationsanleitung und Danksagung und rechtliches Feedback, bla bla bla. Das könnt ihr, wenn ihr euch die selbst runterladet, könnt ihr euch das echt alles durchlesen. Das mache ich halt jetzt zum Beispiel nicht. So, dann sind wir auf der Seite 11. Installationsanleitung. Im Gegensatz zur Version 1, bla 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 bla. So, jetzt kommen wir mal zu dem wichtigen Teil des Themas. Für diejenigen, die selbst installieren, hier die Liste der benötigten Add-ons. So, das sieht jetzt gar nicht so viel aus. Puh. Sieht gar nicht so viel aus. Ich glaube, habe ich mich jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. Da sieht so ein bisschen viel aus. Also, sie sind mitgeliefert. Nee. Hä? Sind mitgeliefert. Ja, was sind die jetzt mitgeliefert oder nicht? Wir laden die einfach mal mit runter, egal was da jetzt da steht, okay? Weil sonst komme ich da durcheinander. Also, ihr geht einfach auf den Link. Ganz einfach. So, dann kommt ihr zu dieser Seite. So, wenn ihr jetzt hier drauf geht, dieser Download-Link funktioniert nicht mehr. Jetzt würde ich sagen, jo, dann scrollt ihr einfach ein bisschen runter in den Kommentaren, steht meistens immer ein neuer Link. Wie hier zum Beispiel ist jetzt auf Medifier. Dann laden wir das Ganze mal runter. Eigentlich brauche ich das nicht, weil ich das genau weiß, dass ich das schon installiert habe. Aber wir gehen dann mal auf OMSI. So, dann machen wir mal ganz zack und machen das mal so. Dann habt ihr in OMSI diese kompletten Ordner. Ordner voll. Jetzt seht ihr Sensory Objects. Die habe ich auch hier. Aber ihr braucht es jetzt nicht öffnen und die Datei, nein, ihr könnt das einfach so rüberziehen. In den Ordner rein. Dann kommt im Ziel sind 21 Dateien mit dem gleichen Namen vorhanden. Dateien im Ziel ersetzen. Wenn ihr das erste Mal eine Map installiert, wird diese Meldung wahrscheinlich nicht kommen, da es unwahrscheinlich ist, dass ihr dieses Addon schon installiert habt. Aber habt ihr mehrere Maps installiert, dann kann das schon sein. Jetzt habe ich echt meine PDF-Datei zugemacht. Ich bin wieder so flau heute. Aber, so gut. Lasst euch mal hier nicht von mir editieren, gell? Ihr wisst schon Bescheid. Dann gehen wir auf den zweiten Link, Bus Driver Objects. Oder Objekte, wie auch immer. Für diese Objekte wird der DIN-Font benötigt.
Das ist bei OMSI 2 von Anfang an dabei. Also das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen bloß die Leute für OMSI 1. Das vielleicht mal als kleiner Tipp. Aber ihr könnt auch runterladen einfügen, aber wie gesagt, das habt ihr schon. Man sieht auch schon, das habe ich auch, aber ich zeige es euch trotzdem wieder. Wir nehmen unseren Ordner und haben die Hinweisschilder. Jetzt steht aber nichts mit Splines oder Sensory Objects. Genau. Jetzt geht einfach mal auf den Ordner drauf. Dann steht das meistens hier. Wenn das hier nicht steht, dann ist einem Reaping beigelegt. Zum Beispiel, wenn jetzt wieder hier Hinweisschilder stehen würde oder Bus-Driver Objekt so. Wenn es so in der Ordner ist und ihr wisst nicht weiter, müsst ihr irgendwo eine README-Datei sein und der wird euch dann sagen, wo das hinziehen müsst. Sollte es nicht sein, empfehle ich es immer in Splines und Objekte reinzuziehen. Weil dann habt ihr es nicht falsch. Beziehungsweise lasst es draußen und schaut dann in der Logfile nach, wo es OMSI suchen tut und dann tut es halt da einfügen. So, dann gehen wir mal hier zurück. 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 Ja, du musst die ganze Zeit hier hin und her scrollen, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Dann haben wir das GCW Add-on. Das ist so ein Baustein, so für Baustellen zum Beispiel die Schranken. Also was? Dann haben wir hier Download 1.3.1. Es kann sein, wenn ihr es downloadet, dass es vielleicht eine andere Version ist, aber der Download ist wahrscheinlich dieselbe und einfügen bleibt sowieso immer gleich. So, dann haben wir das wieder. Gehen wir wieder auf den Ordner und ziehen einfach rein. Das Datei-Ventil ersetzen. Und fertig. Zack. So, dann haben wir Simple Streets. Das sind natürlich die Straßen, so die Objekte halt. Die sollte man schon haben. Die tust du eigentlich bei jeder Map installieren normalerweise. Deswegen hast du die eigentlich, wenn du eine Map schon installiert hast, hast du die eigentlich immer. Aber bevor dann doch irgendwie was fehlt, lade ich es mir meistens immer mit herunter, auch wenn ich das schon habe, weil löschen kann man es immer wieder aus dem Download-Ordner und so tust du ja keinen Speicher irgendwie überschreiben, das wird er dann einfach ersetzt und die anderen gehen ja weg. So, dann haben wir Nemulus-Objekte. Nichts gegen diese Objekte, aber manchmal habe ich damit echt Probleme. Echte sind coole Objekte, aber OMSI hat manchmal mit diesen Problemen hier. Das ist der Wahnsinn. Zum Beispiel habe ich Frayfurt. Sollte jemand das Problem haben, kann ich jetzt gleich mal ansprechen. So. Da habe Frayfurt installiert. Ich habe wirklich alles installiert. Das hat echt gepasst. Und dann hieß es so: Ja, die Verkehrsschilder sind nicht da. Und ich habe mich so, die habe ich runtergeladen. Habe sie wieder gedownloadet, habe sie wieder also wieder eingefügt und ersetzt. Nee. OMSI sagt mir, nee, die sind nicht da. Ich mir sollte, das kann doch gar nicht sein. Ja, habe ich nachgeschaut, was du dann auch tun solltest normalerweise. Da habe ich nachgeschaut. Ja, OMSI hat die unter, da weiß nicht, im Science-Objekt waren sie mit OE und OMSI hat ja auch mit Ö und Ä gesucht. Und wenn du OE, ist es eigentlich Ö, aber OMSI erkennt das nicht. Also muss ich das dann erstmal umbeschreiben. Ja, also wer diese Probleme auch hat, Info von mir. Die solche Probleme kann man auch leicht selber lösen. Weil man hat sie eingefügt. Zum Beispiel das hier. Habe ich auch noch nicht eingefügt. Jetzt kam da zum Beispiel gar nichts. Ist halt so. Wenn dieses Runterscrollen nicht wäre, ne, dann wäre ich undankbar. Undankbar. Wäre ich dankbar. Ach, keine Ahnung. Dieses Deutsch schon wieder von mir heute. Aber es ist ja auch früh, 8:39 Uhr. Ich habe Urlaub. Ja, angeblich. Mein Urlaub ist vorbei, ich habe heute bloß noch frei, ich gehe morgen schon wieder arbeiten. Aber macht nichts. Ich muss mal arbeiten. So, die habe ich dann auch eingefügt. Zum Beispiel, so wird es halt bei euch sein, ne? Wenn es jetzt erstmal einfügt, dass da nichts kommt. Zieht es einfach bloß rein und fertig. Dann haben wir Steven-Objekt. Jetzt kommt dann Link 1 und Link 2. Welche muss ich da nehmen? Das ist eigentlich relativ egal, aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, welche ich hier brauche. Brauche ich alle? Ach nee, die brauche die Steve-Objekte. Ja, ich brauche bloß die hier. Da können Sie es zum Beispiel aussuchen, ob das vom File-Upload oder vom Media. Also sind die zwei die gleichen Links, aber er hat einmal bei File-Upload und bei Media-Fire. Ist eigentlich wurscht, wo ihr das macht. Meiner Meinung. Ganz ehrlich.
Weil es sind beides. Es geht eigentlich bei beiden zügig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da zwischen den Seiten der Unterschied ist. Müssen wir mal kurz wieder warten, bis er das lädt. Vielleicht haben auch manche noch Fragen, wie lange braucht man eigentlich circa, bis man die Map installiert. So, wenn man das ausführlich, so wie ich, macht und es wirklich ordentlich zeigt, ja, dann dauert das schon seine Viertelstunde, 20 Minuten, wenn das eine große Map ist mit vielen Addons, die du runterladen musst. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel außerhalb des Videos mache, brauche ich vielleicht noch 10 Minuten maximal dafür. Wenn überhaupt nur so lange, weil ich lade mir den einfach zack runter und zipp sie rein. Bei manchen, aber wo ich dann weiß, ich habe die schon, die lade ich erst gar nicht runter. Ich meine, ne, wenn da ein Fehler kommt, dann weiß ich, okay, ich muss es doch runterladen oder ich muss da was ändern. Aber so jetzt im, wenn ich so aufnehme, dann will ich es dann doch lieber ordentlich machen. So, jetzt kommt das nämlich zum Beispiel wie hier. Ihr habt einfach einen Ordner und ihr wisst wieder nicht, wo das hin installieren müsst. Ja. Hier kann ich sagen, das kommt in Objekte. Warum kommt es in Objekte? Weil es sieben Objekte sind und Century-Objekte sind halt nur für Objekte und das ist kein Spline, das ist einfach ein, das sind Objekte. Deswegen kann ich das sagen, die müsst ihr in Objekte rein, also in Assigned-Objekte reinschieben. Dann warten wir, bis das geladen sind. So, dann sind die da drinnen. Dann können wir das schließen. Aber schön, dass ich jetzt mal zum Beispiel hatte, wie ich gesagt habe vorhin. Dann gehen wir mal weiter, Seite L. Dann haben wir jetzt, glaube ich, von denen alle. Background. Bei Backgrounds, das ist immer so, wo ich sage, also da habe ich auch manchmal am meisten Probleme mit. Weil da musst du irgendwie was ändern. Umändern. Das ist so bei Links gewesen. Bei. Ja, Sakramin, wie hieß denn das nochmal? Ja, schon. Oh, ich lade jetzt hier immer alle runter, weil da steht zwar Backgrounds, ja. Jo, jetzt. Mir schon wieder aufregt. Sind ja alle runterlädt. Habe ich die jetzt doppelt runtergeladen? Aber ich weiß es gar nicht. Muss ich mal kurz reinschauen. Weil das bringt mir nichts, wenn ich die jetzt. Achso, die sind nämlich unten. Nee, doch, die ist nicht. Egal. Ich komme wieder um sie rein. Dann haben wir einmal Sounds. Da steht Sound 16. Da warten wir erstmal mit Sound 16. Wir kommen zum Schluss. Denn erst brauche ich Backups. Backgrounds. Noch 1,5. Da habe ich 1,5 wirklich zweimal runtergeladen. Dann brauche ich einmal den normalen. Das ist nämlich auch 1,5. Ja. Ich brauche aber erstmal den normalen. Denn das ist nämlich der, wo mir die. Huch. Huch. So. Jetzt habt ihr auch bei Sound so die Sachen. Machen wir hier wieder alles zu. Trip, trip. Wir machen das mal alles zu, dass ich nicht durcheinander komme. So, dann habt ihr bei Sounds auch die Sachen wieder so. Habt ihr bloß einen Ordner. Hier steht jetzt gerade nichts, wo man die hin installieren soll, oder? OMSI Objekt sei, aber hier wieder unten OMSI Objekt ist, gehe ich davon aus, dass sie in Sensory Objekt kommen. Aber dann nimmt sie halt. Oder würde ich euch empfehlen, dass ihr da erst die Backgrounds nehmt und dann die Sounds zum Schluss einfügt. Aber ich kann euch das auch gleich demonstrieren, falls ich werde dann mit euch gerade öffnen, wenn irgendwas falsch ist. So, damit ihr das ja sehen. So, jetzt kommt nämlich dann der große Spaß. Ich weiß nicht, ob ich die Sounds auch mit da reinschieben muss. Das ist so eine Sache, das weiß ich nicht. Und deswegen schaue ich jetzt mal die Sachen da drinnen an. Hallo? Öffnet mir bitte. Was ich jetzt mache, ich nehme jetzt in den Ordner, nehme ich die Sachen und kopiere sie mir im Background Sounds rein. Anscheinend gehört das vielleicht sogar dahin. Falls nicht, dann füge ich die separat nochmal in diesen Ordner rein, was ich aber nicht glaube. Das ist immer so eine Sache da. Ja. So, wenn wir die Background Sounds haben,
Dann kommen wir zu den GCW Euromod. Denn in OMSI ist es eigentlich üblich, wenn du das erste Mal installierst, dass du die M hast. Und da haben sich die netten Modder gedacht, jo, das ist aber nicht mehr der heutigen Zeit, deswegen machen wir einfach mal ein Europack. So, das ziehe ich einfach wieder ganz normal in den Hauptordner rein. Lass es reinziehen, natürlich Datei im Ziel ersetzen und ist es drinnen. Natürlich solltet ihr auch beachten, wenn ihr jetzt auf so einer Map Tree wie Städtedreieck und ihr fahrt jetzt einen alten Bussen, MAN-SD, keine Ahnung, ohne Euro, habt ihr eine DM-Kasse drinnen. Dafür gibt es aber auch Texturen. Einfach schlau machen im Internet. Mal nach dem Bus googeln mit Euro-Textur oder Kasse Euro. Und dann könnt ihr die Texturen runterladen und könnt sie dann einfach in den Bus einfügen. In den Texturenordner. Aber wenn das, wenn da jemand Hilfe braucht, auch kein Problem. Einfach mal in die Kommentare schreiben. So, was haben wir denn jetzt noch so zum Downloaden? Aber wenn ich jetzt wüsste, ne, dass man die hier nicht mehr downloaden würde, dann, weil da steht ja eigentlich der benötigten, achso, der, hier der Liste und die Addons, die sonst noch benötigt werden, sind mitgeliefert. Achso. Okay, also heißt, die brauchen wir nicht, weil hier steht ja, Add-ons, die sonst noch benötigt werden, sind mitgeliefert. Okay, ich vertraue jetzt einfach mal darauf. Dann füge ich die halt einfach noch ein. So, wenn wir das haben, dann können wir alles schließen. So. Und dann öffnen wir den Hauptordner. Hauptordner, also die Map, also das Archiv von der Map. Dann habt ihr hier oben sie wahrscheinlich so stehen. Dann habt ihr Font, Maps, Sensor, Explain, Section, bla bla. Die tut ihr alle und einfach in den Hauptordner rein. Und soll ich euch sagen, das war es dann auch. Dauert bloß ein bisschen. Mein PC ist halt nicht so gut. Noch nicht aufgewärmt heute. Ich bin aber noch nicht aufgewärmt. Eine Tasse Kaffee, die auch schon leer ist. Und ohne Kaffee geht am Morgen nichts. Hat bei euch über Nacht auch geschneit? Bei uns schon. Ja, wenn du es jetzt mal wieder hin machen könntest, so, wäre das schon ganz lieb. Wenn ich es nicht vergesse, habe ich einen Cut gesetzt. Aber wie ich mich kenne, habe ich das vergessen, weil ich bin da so. Das ist meine Standard so. Naja, wenn ihr Glück habt, kommt noch ein Video. Ich komme mal mit heute mit Videos raus so, und dass dann die ganze Woche nichts mehr kommt. Was? Unerwartet, ach ich händ. Keine Ahnung. Fehlermeldung. Windra. Einfach schließen. Oder lassen, bis es reingezogen ist. Einfach nicht beachten. Wird schon nicht bestätigt sein. Behinderung gibt es auch kostenlos im Dings im Internet. Huch, da sind aber viele Zeiten, die wohl überschrieben werden. Denkt mir noch am Arsch. Ist beschädigt, echt cool. Wird schon trotzdem alles dabei sein. So, und dann gehen wir mal in OMSI rein, wenn ich OMSI jetzt finde. Ach, darum hat sie es versteckt. Okay. Jetzt sind wir dann um sie drinnen. Okay, ich muss mich einmal mit Steam verbinden, weil ich heute noch nichts gemacht habe am PC. Man merkt es, man kennt ihn, ne? Ist klar. Jo, es ist gleich schon wieder 9, es ist 58. Ich bin schon seit 5 Uhr wach und die Zeit geht so schnell an. Wenn du frei hast, dann geht die Zeit sowieso immer so im Rasen. Wenn du auf Arbeit bist, dann denkst du dir so, die letzte Stunde so, noch eine Stunde. Scheiße, immer noch eine Stunde. Wer schreibt mir da? Die haben heute Geburtstag. Echt, Jay. Ich gratuliere euch später. Aber schön, dass Facebook, dass du mir das jetzt auch kurz vor 9 sagen musst. Dass sie Geburtstag haben. Warum habe ich schon wieder so viele Dinger hier drinnen? Aber egal. Das ist aber manchmal die richtige Map, Mann. Das ist V2, aber ich wollte V2 1, oder nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wir testen jetzt einfach mal. Ihr könnt Fehlermeldungen anmachen. Ich habe es aus, generell so. Vielleicht machen wir es jetzt mal an, so einfach mal so auf Sicherheit. Wenn ich einen Fehler drin habe, mache ich das Video wie so neu. Ist egal, ob du mich hinbringst. Hauptsache, du lädst mit der Map. Das war vollständig. Bis jetzt kam schon mal kein Fehler. Bleib lange Crash bei dir, falls du meine Editor gerade an würdest. Jetzt geht das schon wieder los. Okay.
Okay. Jetzt wird die Karte weiß sein, wahrscheinlich. Kennt man. Zumindest zur Hälfte. Aber wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, fehlen mir die Mainz-Objekte. Aber ich will jetzt mal schauen. Das kann ja auch sein. Moment mal. V2 ab. Ja, wir haben ja die V, wir haben wir doch, oder nicht? Ja, Version 2.1. Okay, passt schon. Keine Ahnung. Ja, dann müssen wir die wohl doch noch runterladen, weil wenn meins Objekt nämlich, also wenn dir sagt, okay, ihr wisst jetzt nicht, was falsch war, dann geht es einfach mal in die Logdatei. Logfile. Und viel hat mir nicht gefehlt. Es hat mir jetzt immer ein Error reingehauen bei Leitplanke. Muss ich aber dazu sagen, wir haben die installiert. Das waren die hier. Wenn ihr euch daran erinnern könnt. Ihr könnt es zurückspulen. Und zwar waren das die hier Leitplanke. Oh ne, das waren Zäune. Oh Gott. Haben wir Leitplanke nicht installiert? Ne, haben wir nicht installiert. Also müssen wir die Leitplanken installieren. Das ist also nicht viel, wo wir noch dazu installieren müssen. Also Leitplanken einmal. Okay. War das nur die Leitplanken, wo wir immer Error reingeschmissen haben? Also auf einmal Leitplanke. Sieht man hier. Dann haben wir noch Error mit Mainz. Ja, und das war's. Also heißt, wir müssen eigentlich jetzt bloß Leitplanke runterladen. Obwohl ich die auch schon runtergeladen habe, glaube ich mal, gestern. Aber macht nichts. So habt ihr wenigstens gesehen, wie man sich vielleicht eventuell sogar weiterhelfen kann. Und damit alles zu so suchen muss und sagt, jo. Und dann laden wir fix noch die Mainz runter. So, dann sollte es funktionieren, sollte es immer noch Probleme geben, dann weiß ich auch nicht weiter. Moment mal. Was heißt eigentlich Mainz? Muss die Karte Mainz installiert sein? What? Was heißt Mainz? Komplette Karte? Alter Vater. Aber bei Mainz ist es nicht so schlimm. Aber wenn jetzt wirklich die ganze Karte fehlt, dann installieren wir halt auch Mainz noch mit. Das heißt eine zweite Karte. Okay. Dann haben wir halt in einem Video zwei Karten installiert, ne? Ich meine, das Video geht ja nicht schon 20, 22 Minuten. Oh. Man kennt ihn, ne? Downloading, Patch. Oh Gott, geht schon wieder hier los mit fehlendes Blindtext und beim Download zwischen. Oh Gott, ja, okay. Wir laden jetzt einfach mal die Dateien herunter. Und zwar Paket 1 enthält, glaube ich. Splines, Texturen, Titel haben wir auch korrekt eingesetzt. Okay, wir schauen jetzt mal, wenn, also wir laden jetzt einfach mal runter den Teil 1, fügen den ein, sollte dann immer noch was fehlen, dann laden wir auch Teil 2 runter und fügen den ein. Denn bei Mainz kommt mir in den Sinn, dass ich da keine Addons brauche. Also es gibt nochmal, es gibt Maps wie Bottrop, Baumgarten, Mainz, glaube ich, wo ich keine brauche. Dann gab es noch eine Map. Kann ich jetzt nicht gerade auf den Kopf sagen. Auf jeden Fall gibt es auch Maps, da brauchst du keines beim installieren. Oder keine zusätzlichen Addons. Oh Gott. Okay, meins brauchst du doch noch zusätzliche Addons. Installationen werden benötigt. Aber. Die werden jetzt nicht wohl gleich. Wir schauen uns das jetzt mal an. So, vielleicht reicht ja die Dings hier schon meins. Wenn, dann hätten sie ja hinschreiben können, so. Mainz Map auch benötigt. Aber das steht das hier irgendwo? Wer was? Download in und weg. Wollte mir jetzt gerade ernsthaft irgendwie verklicken, dass da eventuell die fehlenden Dinger drin sind. Danke. Also wir haben jetzt immer Mainz so ein bisschen reingezogen. Kann natürlich sein, dass immer noch diese Sachen fehlen. Weil Mainz ist Begriff, das ist eine Karte. Da kann ich jetzt sagen, jo, ich muss die ganze Karte haben. Oder ist es einfach nur so, dass ich da irgendwie eine Datei gebraucht habe von dem Update 1? Das sind echt immer geile Aussagen. Aber anscheinend sieht das ganz gut aus, wie wir das gemacht haben.
So. So sollte dann ungefähr die Map aussehen. Dann geht's nicht weiter. Also die Map ist installiert. Also, was? Ich weiß nicht. Ihr installiert auf jeden Fall, wenn ihr die gleiche Map installiert, ZDV-Dreieck. Ja? Dann installiert ihr bitte, so in diesem Verfahren, wie ich es gemacht habe, auch die hier noch mit. Ich habe zwar jetzt davon nur meins und Leiblang noch gebraucht, aber falls ihr es braucht, installiert es doch mit, bitte. Man kann es mir nie wissen. Und eventuell, meint, also wie gesagt, installiert einfach das hier alles so mit. Auch wenn hier steht, Addons, die sonst noch benötigt werden, sind mitgeliefert. Auch wenn das vielleicht nicht so ganz stimmt. Die braucht sie nicht, okay? Also die haben wir jetzt gemacht. Kann natürlich sein, dass die dann alle auch in diesen Update dabei sind. Ja, ihr braucht bloß diese ganzen bis hierher. Und dann ladet ihr euch zusätzlich bloß das Addon-Pack noch runter und tut das so einfügen. Und dann seid ihr fertig. Weil das waren die Dateien, wo mir gefehlt haben, aber ich habe die halt jetzt so eingesetzt. Das macht aber auch nichts. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es echt 26 Minuten gedauert hat. Aber ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wie man eine Map einfügt. Sollten Probleme auftreten, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen und wir können das gemeinsam versuchen zu beheben. Somit wünsche ich euch noch einen angenehmen Dienstag. Macht es gut, haut rein. Ciao, ciao.